Robert Glatzel ist endlich angekommen im Volkspark. Nach überstandener Corona-Infektion konnte der neue Stürmer nun loslegen und freut sich auf seine neue Aufgabe beim HSV. Ich kann zig Punkte nennen, warum ich mich für den HSV entschieden habe und auch die Ziele, die wir haben. Also ich freue mich einfach richtig auf die Zukunft. Beim Testspielerfolg gegen Silkeborg absolvierte der gebürtige Münchner seine ersten Minuten im HSV-Dress und wusste, seine Stärken direkt einzusetzen. Er hat natürlich mit seiner Physis, ich glaube 1,93, hat er schon mal einen sehr guten Körper, ist ein sehr robuster Spieler, ist zudem aber auch sehr athletisch. Er geht auch gern mal tief, er ist nicht nur ein klassischer Stürmer, der die Bälle festmacht. Hat einen guten Abschluss, hat ein gutes Näschen auch für die Situation, arbeitet sehr gut gegen den Ball, was uns auch sehr wichtig ist. Und ist somit einfach auch schwer zu verteidigen. Also ein relativ kompletter Stürmer, der sehr unangenehm ist. Glatzel wechselt von Cardiff City an die Elbe, nachdem er bereits im letzten halben Jahr leihweise bei Mainz 05 gespielt hat. Zuvor war der Mittelstürmer in Heidenheim aktiv und kennt daher bereits sein neues sportliches Wohnzimmer. Ich kann mich natürlich erinnern, ja. Haben, glaube ich, 3-2 verloren. Aber hat man auch dann gemerkt, die Wucht von den Fans, wenn sie da sind, haben uns dann überrollt. Aber war auf jeden Fall ein richtig geiles Spiel. Und es ist einer der größten Punkte, auf die ich mich freue, vor den Fans spielen zu dürfen, mit den Fans hoffentlich Erfolge zu feiern. Und ich kann es wirklich nur wiederholen, kaum erwarten, dass es endlich losgeht. Nur noch wenige Tage, dann kann Robert seine Premiere endlich feiern. Für 3 Jahre ist der Volkspark jetzt sein Zuhause. Das ist natürlich eine Hilfe, dass er weiß, worauf er sich einlässt. Er kennt die Liga, er kann die Aufgabe auch gut einschätzen. Auch dann einmal, er hat richtig Bock auf die Aufgabe gehabt. Ich glaube, er hätte andere Sachen machen können, aber hat sich total zu uns committed und brennt darauf, jetzt mit uns dann die Ziele zu erreichen. Mit insgesamt 21 Treffern in 74 Zweitligaeinsätzen weiß der 27-Jährige in jedem Fall, wo das Gehäuse steht.